Und da sind wir wieder. Bei einer weiteren Folge, mein Test. Und habe ich Briefe bekommen? Briefe. In den 3 Minuten? Nö. Ach, guck mal, man sieht sogar, wer es gedingstert hat. Problem ist, die Frage ist, meine ich doch, gibt es hier Bücher, die man beschreiben kann? Gibt es sogar. Okay. Wasser. Okay. Haben wir von irgendwas? Das könnten wir haben. Das haben wir, glaube ich, nicht. Aber da wüsste ich zumindest, ne, da haben wir schon mal gesehen. Da wissen wir also, wo wir was herbekommen. Das heißt, das und das wahrscheinlich die einfachsten Sachen. Haben wir schon Backpacks? Nee, wir haben noch nicht mal Backpacks. Ach, wir müssen echt mal auf eine Sammeltour gehen. Wir brauchen Baumwolle und wir brauchen noch die anderen beiden Getreidearten. Und Reis. Wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Ist das ein beschreibbares Buch? Nee, ist ein normales Buch. Da sind die beschreibbaren Bücher. Die Frage ist, wenn ich die jetzt da reinpacke, bleibt denn die Schrift erhalten? Whatever. So. Okay. Aber jetzt müssen wir schon mal Briefkasten. Muss das mal reichen. Hier ist alles weg. Sehr gut. Habe ich welche Nachrichten verpasst? Nö. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Wir müssen noch den Baum da abpacken. Haben wir irgendwelche Items vergessen, wobei die jetzt wahrscheinlich eh schon alle despawned wären. Gut, dann hauen wir jetzt nochmal schnell den letzten Baum weg. Du kannst da rein. Ganz ehrlich, ihr könnt auch nochmal rein. Du kannst auch erstmal drinnen bleiben. So. Hier haben wir noch ein paar Blätter. So, die Bäume sind weit genug weg auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob wir die 3 Bäume hier noch abreißen. Denn die sind, naja, wobei die sind eigentlich weit genug. Nee, doch, die sind weit genug weg. Ja, doch, die Bäume lasse ich. Komm nicht ran! Verdammte Scheiße! So. Ja, fuck, ich räume die Bäume auch weg. Deine Mutter. Geht ja zum Glück relativ schnell. Jetzt mit den neuen Werkzeugen, von daher.
Kein Sapling gedroppt. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. My friend. Das sieht übrigens auch nicht gut aus. Mal schmeißen muss man noch ein bisschen was rein. Was? Die wollen wir aber auch kein Sapling bekommen? What the fuck, dude? What the fuck? What the f... Also hast du ja vier Bäume gefällt und nur drei Saplings bekommen. Das ist schlecht. That's really fucked up. Oh. Na, von hier sehe ich auch keine Saplings. Sad life. Dann hoffen wir, dass wir hier mindestens zwei Saplings bekommen. Sonst brenne ich die gesamte Bude nieder. Dann gibt's Krieg. Und? Ah, schon mal ein Sapling. Ich schätze mal, sie sind wieder zu nah am Haus. Das ist nicht so gut. Wir haben ein Sapling zu wenig bekommen. Ah ja, was soll's. Ein paar haben wir noch, von daher. Sollte das schon passen. Also wird mein 12 Dinger. Geht der erstmal. Und mittlerweile 70 Äpfel. Nice. So. Wie kann eigentlich Flo ein Dingsterbonster? Hä? Da hat sich Flo echt ein extra Gebiet genommen. Ist Flo wie so Atmen oder was? Briefs. Flo. Nice. Oh ja. Der hat ein paar mehr Sachen als normale. Schätze ich mal. I don't know, was für Briefs habe ich eigentlich. Ah, wir brauchen ein paar. Jetzt aber kein Protection Bypass oder sowas. Aber wie kann er sich denn hier eine Area anlegen? Außer Norman hat ihm nicht hier eine Area angelegt. Kann natürlich auch sein. Whatever. Hey. So. Die Bäume sind schon mal weg. Das heißt, können wir jetzt anfangen, hier oben auch die ganzen Geländer zu bauen. Jetzt schwebt das Ding natürlich ein bisschen in der Luft. Was soll's. So. Dann fangen wir mal block.de. Died because of starvation. Ja, verhungern ist eine traurige Art zu sterben.
So, wir kopieren und wir fügen ein. Ach, liebt doch am Arsch. Ey. Mach dein Ding. Aua. Das tat dezent weh. Auch selig. Dammit. Dammit. So. 2 von 8 haben wir schon mal. Ja, sag mal. Was ist denn hier los? Ach man. Yay. Hälfte schon mal geschafft. Easy. Eigentlich könnten wir sogar hier die obere Etage so komplett offen lassen, oder? So als freie Plattform quasi, die zwar überdacht ist, ne? Aber ansonsten frei ist. Das wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Dann machen wir hier draußen Glaspalast, was voll verglast ist. So eine Art, ne? Vollverglasung. Hier unten haben wir halt den normalen Wohnbereich. Da können wir nämlich hinten zum Beispiel das Bett hinmachen. Wo man dann hier schön, schön dunkle Ecke hat zum Schlafen und so. Und dann, ja. Können wir ganz oben halt eine offene Plattform hinbauen. Das wäre ja auch eine Option. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, ich glaube, so machen wir das. Brauchen wir also hier und da oben gar keine Wände einziehen. Habe ich das ganze Holz also völlig umsonst gemacht. Sehr geil. So mag ich das. Ja gut. Dann ist die mal halt so. Das heißt, wir brauchen erstmal hier noch ein Geländer. Und dann brauchen wir ganz viel Glas. Wir haben aber auch noch ganz viel Glas. Da haben wir ja massig gemacht. Von daher sollte das kein Problem sein. Definitiv nicht. Also warte, wir machen erstmal hier die Arbeiten. Und machen dann diese Reinigungs-Scheiße. Reinigungsdinger. So. Das war ja jetzt gerade schon. Das war ja gerade schon persönlich. Holy shit, boy. Yay, noch 2 Seiten fehlen. Das war fertig. Ging ja doch relativ schnell. Oh. We are out of Dixelbomster. Wie viele brauchen wir denn noch? Ein paar. Sagen wir mal ein paar. Da war der Junge wohl zu lange tot.
Okay, nee, haben wir keine mehr. Wir brauchen ja auf jeden Fall auch erstmal in der ersten Etage irgendwo ein Lager. Wo wir Sachen lagern können. So, dass wir nicht immer hin und her müssen, vor allen Dingen hier mit diesen ganzen Dingern da. Mit der Radioaktivität. So, wir brauchen also erstmal normales Holz. So, ungefähr so, ungefähr so, ungefähr so. Alle halt, wir brauchen erstmal Holz. Wie viel brauchen wir wohl? Machen jetzt 28. Ist echt die Frage, wie viel brauchen wir? Wie viel? Eine Seite hat ungefähr 6. Nee. 10 plus 3 plus 4, das sind also 17. Da oben fehlt noch eine Seite komplett und eine Seite knapp zur Hälfte. Das heißt, wir brauchen ungefähr 17, davon die Hälfte, da haben wir also 8. Und dann, ja, 8 plus 17 sind wir also bei 25. Richtig? 17, 16 sind 8, 8 sind 3, 5, 25, ja, ist richtig. Jetzt die Frage. Ja, geht nur so. Na gut. Ach, so kommt natürlich immer 3 raus. Herz allerliebst. Was eine Verarsche. Weißt du was, her damit. So. Achso, außerdem haben wir noch welche, die abbauen hätten können. Egal. Hey, Mination! Was denn hier los? Er schneidet hier ohne dass das Zeug hier weiß wird. Wie billig ist das denn bitte? Ist ja fast wie im echten. Es schneit, aber traut direkt wieder weg. So, damit haben wir die Umrandung schon mal komplett. So, wie gesagt, die Etage hier machen wir jetzt mal eine Vollverglasung. Das heißt, wir brauchen einmal, ja, geht ja nicht anders. So. Aber, Junge, was ist denn hier los? Schon sehr aggressive Geräusche. Ist natürlich die Frage, ob wir dann unsere Kisten vielleicht nicht doch sogar hier oben hinstellen können, wo es ja immerhin verglast ist. Oder ob wir das wirklich so als offenen Raum lassen wollen, so als Atelier. Wo jetzt vielleicht ein Schreibtisch oder sowas in der Mitte ist.
das war's dann im Großen und Ganzen. Es wird schon wieder dunkel. Verdammt! Kommt sie rein! Draußen ist doch kalt. Rainbow Fish. Hi, bye. Weg ist er. Was ist denn hier los, Amanda Köln? Ganz schöne Laufkundschaft. Letztlich bin ich aber. Aua. Tut doch weh. So. Wir müssen noch überlegen, wo wir hier oben die Fenster machen. Die Türen. Nach draußen. Aber das entscheide ich, wenn ich weiß, wo die Treppe hier genau lang geht. Apropos Treppe. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Gibt es denn hier irgendwas so in Richtung Treppen? Das wäre das Problem gar nicht mal so schlecht. Brauchen wir aber geschmiedetes Eisen. Oh, Alter, und ganze Eisenblöcke. Da dann doch lieber vielleicht eher so, was natürlich ein Rezept hat. Aha. Ich höre jetzt auf Deutsch. Ja. Für ein einziges Ding braucht man drei Blöcke. Das ist doch ein Scherz. Wer denkt sich denn bitte schon so ein Rezept aus? Holy shit, ey. Wahrscheinlich haben die dort als Treppenstufen kein Wellblech, Wellblech genommen, was so gebogen ist, sondern haben wirklich einfach voll Stahlblöcke genommen als Stufen. Wie die wiegt zum Treppen einfach mal 3 Tonnen. Ja, moin. Hey. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Doch, das kann man. Das ist doch machbar. Die ist doch auf jeden Fall machbar. Hier vorne brauchen wir übrigens auch eine richtige Tür. Also ein aus Holz oder so. Tja, oder wir ziehen wirklich einfach hier auch interne Leiter hoch. So abgeneigt dagegen wäre ich eigentlich gar nicht. Ich meine, ist ja immer ein Baumhaus, oder? Da ist sowas gar nicht mal so unüblich. Guck ich mal. Wollte gerade sagen, guck ich mal, ob wir noch ein paar Leitern haben, aber wenn wir irgendwas haben, dann Leitern. So, du musst mal weg.
Jetzt kommst du da, 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 da. Da, da, da. Da. Ich pack dir das mal dahin. Hätte ich wahrscheinlich eher so machen sollen. Geht auch nicht. Geht nicht. Wenn ich jetzt so mache. Oh, das geht. Ich glaube sogar, ich mache noch eine Leiter 1 drüber. Oder reicht. Nee, doch, reicht so aus. Ja, doch. Doch, sieht so gut aus. Kann man so lassen. So, das heißt, du kommst jetzt endgültig weg. So. So. Perfekt. Achso, halt, hier wird noch. Tada! Damit wäre dann der Rohbau schon mal fertig. Hier ziehe ich mal richtige Wand ein. Achso. Ganz ehrlich, eigentlich reicht das sogar so aus. Aber nee. Das sieht dann, ach, nehm ich doch, dann doch ein bisschen blöd aus. Ne, so Spalt offen mache ich ja gerne. Aber eben. Nur kleiner Spalt. So. Dann haben wir hier so Eingangsbereich. Dann haben wir hier einen schön dunklen Raum fürs Bett und so. Haben wir hier ein paar Lagerkisten. Und hier die Treppe. Kriegen wir definitiv ein paar Kisten unter. Und da drin ist echt dunkel. Sehr geil, so muss das sein. Kann man die Fackel eigentlich an- und ausmachen? Das sind ganz normale Fackeln. Schade. Ich pack die mal lieber da so hin. So. Da brauchen wir mal ein paar Türen. Mal gucken, was da so alles gibt an Türen. Ganz klassisch. Ich meine, als Außentür könnten wir natürlich schon ein bisschen was Extravagantes machen. Ah, die Tür ist vielleicht ein bisschen zu extravagant. Aber sowas hier vielleicht. Oder klassisch. Ich glaube, ich mache einfach zwei von solchen Türen. So, brauchen wir ein bisschen Eisen. Und wahrscheinlich auch normales Holz. Ah, nee, jede Art von Holz. So, wir brauchen zwei Türen. Was ja genau? Einmal eine Außentür und einmal eine Schlafzimmertür. Easy. Mois. Und hier kommt man auch ganz leicht hoch. Ja, das sieht gut aus.
Schöne Aussicht. Das kann man auf jeden Fall machen. Da würde ich mal sagen, nächste Folge können wir dann langsam anfangen, uns mal innendekorationstechnisch rauszutoben. Wobei ich lieber erstmal die ganzen Kisten reinhole, damit wir nicht immer noch rausrennen müssen. Ja. Von daher dann auf jeden Fall erstmal bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns dann wieder.